Gespräche mit Therapeuten oder wie hier mit Oberärztin Kerstin Schaub sind seit 5 Wochen Justins Alltag. Der 20-Jährige macht eine Suchttherapie. Der Grund: durch Corona ist sein Drogenkonsum außer Kontrolle geraten. Vor allem GBL, also Liquid Ecstasy, hat er beinahe täglich konsumiert. Ich bin halt vereinsamt, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, der Tag bestand halt immer nur aus Aufstehen, GBL trinken, dann irgendwie vielleicht mal alle paar Tage einkaufen gehen. Und an sich lief halt nicht viel. Ich bin halt auch im Leben nicht vorwärts gekommen, bin halt die ganze Zeit auf einer Stelle getrampelt. Und ich habe diese Einsamkeit heute eigentlich großenteils mit dem Liquid Ecstasy halt betäubt, ne? Je weniger Leute er im Lockdown treffen durfte, desto größer wurden Justins Drogenprobleme. Alleine in seiner Wohnung begann er exzessiv Mischkonsum zu betreiben, experimentierte herum, hat sogar ein Tagebuch darüber geführt. An allen blau unterlegten Tagen hat er Drogen genommen. Ein repräsentativer Tag, so sagt er, ist zum Beispiel der 20.12.2020. Zum Frühstück gibt's 2-mal Liquid Ecstasy. Ab 11.20 Uhr 3-mal Ritalin. Zwischen 14.35 Uhr und 19 Uhr wieder Liquid Ecstasy. Am späten Abend noch 2-mal Amphetamin. Und vor dem Schlafengehen wieder Liquid Ecstasy. Ich habe bei meinem Vater gewohnt und mein Vater ist arbeiten gegangen, er ist Krankenpfleger. Und ich war dann halt allein bei ihm zu Hause, ne? Und es ist dann halt auch nicht aufgefallen, wenn ich irgendwie den ganzen Tag dicht war. Exzessiver Drogenmissbrauch, der durch Corona einfach nicht auffällt. Ein Problem, das Annette Wenzel nur zu gut kennt. Sie ist die Leiterin der Fachklinik Bödiger Berg, in der im Moment auch Justin untergebracht ist. Häufig werden ja Jugendliche auffällig über Schule, Sportvereine, Jugendtreffs, wo die Betreuer, die Lehrer, die Trainer merken, da stimmt irgendwas nicht, Rückmeldungen an die Eltern geben oder auch an Jugendämter. Das fällt im Moment alles weg. Die Jugendlichen sind so ein bisschen verschwunden. Die Auswirkungen dieser fehlenden Kontrolle sind dramatisch. 12 Plätze gibt es hier für Jugendliche. Die sind normalerweise immer belegt. Im Moment sind aber gerade mal 5 Jugendliche in Therapie. In anderen Kliniken sieht es ähnlich aus. Das liegt aber nicht etwa daran, dass weniger konsumiert wird, denn an Drogen herrscht auch im Lockdown kein Mangel. Das meiste läuft mittlerweile über Post. Also in den Kreisen, in denen ich jetzt verkehrt habe, war es immer so, dass die Leute ihren Stuff per Post gesendet bekommen. Aber ich bin halt über die Jahre in so WhatsApp-Gruppen reingekommen. Die haben dann immer so eine Liste gesendet an dem, was sie alles haben. Und 2-3 Tage später freust du dich schon drauf und weißt, dass es im Briefkasten ist. So, das ist ein einfacher Weg. Du musst dafür nicht mehr vor die Haustür gehen, ne? Eine fatale Kombination. Leicht verfügbare Drogen treffen auf gelangweilte Jugendliche. Denn was hier in der Sporthalle der Suchtklinik möglich ist, geht draußen eben nicht. Wenn die Pandemie vorbei ist, gehe ich persönlich von aus, dass es eine Riesenwelle gibt, weil die im Moment unterversorgt sind und die Familie auch wenig Chancen hat, natürlich da aktiv zu werden und sich zu kümmern. Justin wird noch bis Mitte Juli in der Klinik behandelt. Seine Entlassung ist zufällig an seinem 21. Geburtstag. Er will sich selbst das größte Geschenk machen und dauerhaft von den Drogen loskommen.